wie froh ich bin, jetzt hier zu sein, den Abend neu zu begrüßen und Liebe in meine Worte einzuschließen. Wie froh ich bin, dich in meine Arme zu schließen, dir zu bekunden, wie wertvoll schön du mein Leben schmückst. Wie froh ich bin, zu lachen und zu weinen und das in einem Stück Leben, was du uns geschenkt. Darum schenke ich dir mein Herz dafür. Es soll schlagen nur für dich. Und damit will ich sagen, danke, dass du für uns Mensch geworden bist. Aber was uns am meisten schmückt an diesem Abend, das sind unsere Freuden, die wir haben. Zusammengefunden aus der Familientradition nehmen wir uns alle an die Hand und singen. Es war noch nie so leuchtend schön, wenn Familienfrieden im Vordergrund stehen. Gerade sie öffnet uns die Tür zu einer neuen Dimension. Wartet nicht, es ist vollbracht. Das leuchtend schöne Licht hat sich entfacht, hat jeden in seinen Bann hineingerissen. Nun läuft es durch die Adern hinein und will für unsere Erde Friede sein. Friede sei mit mir und Friede sei mit dir, Friede mit uns allen und mit der ganzen Welt. Ein Licht kann die Welt retten, weil das Licht unsere Zukunft ist. Aus Licht wächst Erkenntnis. Zünden wir zu jeder Stunde ein Licht an und lassen unsere Gebete zu Gott kommen. Denn nur sein Wort ist mächtig und wahr. Und um ihn eine ganze Engelschar, sein Gefolge für die heilige Nacht getreu an seiner Seite. Bekommt die Weihnacht in dieser heiligen Nacht Zauber und Magie. Es treibt uns an, gelassen zu sein und mit ihm zu teilen. Den Wein in das heilige Brot, damit wir nie kommen in die Not der Bedrängnis. Jeder Brief, jede getane Arbeit schließt mich ins Geheimnis der Weihnachtszeit mit ein. Es ist wie ein Schneesturm, unsere Gedankenwelt geordnet und gereift in der Weihnachtszeit.
Genau.